Es gibt eine Nische, die ist nicht nur super lukrativ, sondern sie hat auch unglaublich viel Platz für Angebote aus allen möglichen Kategorien, weshalb auch fast jeder Geld in dieser Nische verdienen kann. Das heißt nicht nur Leute, die programmieren können oder das wollen, sondern auch Leute, die vollkommen ohne Vorerfahrungen sind im Thema Online-Geld verdienen. Welche Nische das ist und welche Möglichkeiten es darin gibt, das erfährst du jetzt. Bereit zum Durchstarten? Die Nische, um die es geht, ist die Hochzeitsnische. Und ich sag euch eins, das ist wirklich eine Goldgrube und dazu noch unglaublich vielseitig. Aber warum ist die Nische eigentlich überhaupt so interessant? Ganz einfach, für Hochzeiten wird unglaublich viel Geld ausgegeben und Hochzeitspaare überschreiten am Ende des Tages fast immer ihr selbst auferlegtes Budget, weil man sich immer denkt, naja, auf die paar Euro mehr kommt es jetzt auch nicht mehr an. Hier 5 vollkommen unterschiedliche Beispiele, wie sich in dieser Nische gutes Geld verdienen lässt. Erstens, gebasteltes. Viele Brautpaare basteln selbst, aber mindestens genauso viele wollen damit am liebsten nichts am Hut haben und kaufen alles ein, was benötigt wird. Von der Einladungskarte über die Tischdeko bis hin zu Gastgeschenken. Und wo gekauft wird, kann natürlich auch verkauft werden. Wenn du also Spaß am Basteln hast, könntest du Dinge über Etsy anbieten, die zu diesem Anlass passen. Oder auch über einen eigenen Online-Shop, je nachdem, was du eben planst. Zweitens, Fotoboxen. Ich sag's euch, mich hätte es fast aus den Schuhen gehauen, als ich gesehen habe, was mittlerweile für Fotoboxen verlangt wird. Teilweise 500 Euro und mehr dafür, dass die Box zur Hochzeit gefahren, in Betrieb genommen und wieder abgeholt wird. Der Rest ist fast Reingewinn, sobald die Anschaffungskosten für die Fotobox wieder reingeholt sind. Und die kann man theoretisch sogar für relativ geringe Kosten selbst bauen. Anleitungen gibt es dafür zu Genüge im Internet. Verleihen kann man die Fotoboxen dann zum Beispiel über eBay Kleinanzeigen, eine eigene Website oder man bietet zum Beispiel einem Hochzeits-DJ oder einer Traurednerin eine Provision, wenn sie die Box an ihre Hochzeitspaare vermittelt. Drittens, Dienstleistungen. Damit wären wir dann auch bei einem weiteren interessanten Feld. Dafür muss man natürlich schon eine Fähigkeit mitbringen oder sehr schnell gut in etwas werden. Oder aber du bietest schon Dienstleistungen an und bist bislang nur in einer anderen Branche. Fakt ist, in Hochzeiten steckt viel Geld und gefühlt kostet alles doppelt so viel, sobald es um eine Hochzeit geht. Fotografie, freie Trauredner, Band, DJ, Hochzeitstortenbäcker oder auch was Digitaleres, zum Beispiel Webdesigner für Hochzeitswebseiten. Es gibt viel Platz für Dienstleister bei Hochzeiten und die sind meist ziemlich gut bezahlt. Amazon FBA. Wer nicht basteln, aber trotzdem etwas Physisches für Hochzeiten verkaufen will, kann einen eigenen Shop machen oder aber über Amazon FBA verkaufen. Denn auch hier gibt es eine Vielzahl an Dingen, die potenziell verkauft werden können. Tischdeko, Ringschalen, Trauzeugengeschenke. Deiner Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und das Wichtigste ist auch hier wieder, viele Paare wollen die perfekte Hochzeit, wo es auf jedes Detail ankommt. Wenn du etwas hast, was sich von den Konkurrenzangeboten unterscheidet und das kostet dann 20 Euro mehr, kaufen die Leute es trotzdem, weil es eben genau das sein muss. Und das macht dieses Feld eben so wertvoll. Fünftens, Hussen- oder Dekoverleih. Häufig wird Deko mittlerweile nicht mehr gekauft, sondern geliehen. Da kenne ich mich jetzt persönlich nicht so wahnsinnig gut aus, weiß aber, dass es sowohl Online- als auch Offline-Verleihe für Hochzeitsdeko gibt. Noch viel spannender finde ich aber das Thema Stuhlhussen. Das sind so weiße Bezüge, die man über die Stühle zieht, damit sie festlicher aussehen. Viele Hochzeitslocations bieten die nicht an und Hochzeitspaare leihen sich Hussen dann privat. Und das Faszinierende ist, der Preis fürs Ausleihen ist häufig 30-50% von dem, was die Hussen kosten würden, wenn du sie neu kaufst. Aber nachdem die Leute die Teile eben nur einmal brauchen, leihen sie sich die Hussen trotzdem aus. Einen Satz Hussen kaufen und auf eBay Kleinanzeigen zum Verleih anbieten, kann also eine ziemlich clevere Investition sein. Das sind aber nur 5 Teilgebiete für Businessmodelle im Hochzeitsbereich bzw. in der Nische, die sich wirklich lohnen können. Vielleicht fallen dir ja noch weitere Sachen ein. In jedem Fall steckt hier sehr viel Geld drin und ist deshalb eine echte Überlegung wert. Und zwar auch dann, wenn du mit Online-Business bisher überhaupt gar nichts am Hut hattest und auch nicht vorhast, dir irgendwelche erweiterten Skills wie zum Beispiel WordPress selbst beizubringen. Falls du dir nicht sicher bist, ob du für deine Geschäftsidee ein Gewerbe brauchst und wenn ja, was es dabei zu beachten gibt, dann habe ich noch ein umfangreiches Video zum Thema Gründen im Nebengewerbe für dich. Klick jetzt einfach auf das Bild, um es dir anzusehen.